Herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Tarot zu einem weiteren Mod. Und zwar stelle ich euch heute den Mod Werbebanner von Yulizi vor. Er schreibt dazu: In diesem Pack sind 15 Werbebanner enthalten. Wenn ihr weitere Werbebanner haben wollt, schreibt die Ideen in die Kommentare. Mit der Taste 3 könnt ihr das Objekt auf die richtige Größe bringen. Für Tutorials rund um den WS schaut gerne auf meinen YouTube-Kanal oder Twitch vorbei. Da heiße ich Yulizi, okay? Ja, es sind Werbebanner einfach. Da, ja, fangen wir mal an. Wir haben hier Audi Freerider. Audi Schneekönig, ist ein bisschen im Boden drin. Schneekönig, dann haben wir hier Bier, Ganta. BMW 1. BMW 2. Best Water Technology. Eurosport Head. Head 2. Head 2, Head 3. Intersport. Und Pistenbully. Rossignol. Und die Head Werbung. Ja, viel gibt dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich zeige jetzt mal, ja, das wäre eigentlich das Video schon gewesen, aber ich zeige jetzt mal euch, wie ihr das verändern könnt. Also mit der Taste 1 könnt ihr das Normale hier aufrufen, mit der Taste 2 könnt ihr die Kreise, mit der Taste 3, hatte ich so geschrieben, könnt ihr es vergrößern und verkleinern. Man kann es zum Beispiel so riesig groß machen, aber das bringt euch nichts. Am besten nehmt ihr das her, wenn ihr das kleiner haben wollt. Drückt Taste 3 und geht auf den kleinen Dings in der Mitte. Das macht es dann einfach so kleiner. Und dann ist schon auch schon kleiner hier. Ja. Dankt mir. Ja, Leute, viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen über die Werbungsmod hier. Ja, puh. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Bye.